Fünf Tage sind es noch bis zum großen Derby in der Johannisau, worauf alle drauf warten. Ich erwähne es halt trotzdem nochmal, Borussia Fulda gegen TSV Lenz, Hessenliga. Wir haben uns den Sebastian Möller eingeladen, Sportmanager von Borussia Fulda. Den gestressten Sebastian Möller, glaube ich. Wie ist so deine Gemütslage mit dem ganzen Orga-Kram, den du im Moment so erledigen Positiv, hast? Nur positiv natürlich. Weil du dich riesig freust. Weil ich mich riesig freue, ja. Man hat ja 2,5 Jahre quasi nur darauf vorbereitet oder darauf hingearbeitet, dass man jetzt mal wieder so ein Spiel hat bei uns. Ich meine, es ist natürlich auch schön, wenn man andere Gegner in Johannes auch begrüßen darf, aber wenn wir jetzt mal wieder einen Gegner haben, wo wir 5000 Zuschauer vielleicht erwarten dürfen, ja, dafür machen wir das doch. Du sprichst gerade schon an, 5000 Zuschauer vielleicht, jetzt heißt es immer, es dürfen nicht mehr als 5000 kommen. 4999 dürfen kommen, dann ist Schicht. Also kann es durchaus passieren, dass wir am Samstag um 17:45 ausverkauft vermelden müssen. Ja, also es wäre natürlich schon mal eine Riesensache, wenn ich vermelden kann, Borussia Fulda bedankt sich bei 4.999 zahlenden Zuschauern, wir sind ausverkauft. Aber die Summe ist schon ziemlich ambitioniert, muss man auch sagen. Also 5.000 Zuschauer, wenn wir die bekommen, dann sind wir glücklich und sind froh. Da muss das Wetter auch mitspielen und alles passen. Also ich denke, jeder wird einen Platz bekommen im Stadion. Daran soll es nicht liegen. Kannst du uns mal die Hintergründe nennen, warum das ganz einfach so ist? Weil jetzt denkt sich jeder mit 40er, ich war doch damals bei Nürnberg vor 18.000. Wir dürfen jetzt 4.999 Zuschauer reinlassen, ohne ein gesondertes Sicherheitskonzept zu erstellen. Dieses Sicherheitskonzept würde vielleicht die ein oder andere Folgenkosten nach sich ziehen, die jetzt da vielleicht in einem unbedingten Verhältnis stehen. Und dementsprechend denke ich, bei Lehnert, bei dem Spiel sind wir mit den 4.999 ganz gut bedient. Da fahren wir den besten Mittelweg. Ja. Heißt das, es werden auch nur Karten in diesem Maße gedruckt, um dem Aufwand ganz einfach auszuweichen, dass man die Bestimmungen erfüllt letztlich? Ja gut, das Problem haben wir jetzt nicht unbedingt, weil wir drucken immer noch für die ganze Saison, so sind wir noch nicht. Also, aber wir tragen der Sicherheitsvorkehrung da schon Rechnung und da gibt es keine Probleme. Gut, du warst eben bei der Polizei, hast schon mal ein Vorgespräch geführt, wahrscheinlich nicht das erste. Muss man da Angst haben, wenn man da am Samstag? Gottes Willen, natürlich nicht. Nee, die Polizei war im Stadion, das ist eigentlich alles ziemlich entspannt da, das ist ganz normal. Da wird nur kurz vorher besprochen, wie viele Ordner sind im Einsatz, wo sind die positioniert. Man geht das Verkehrskonzept kurz mal durch und das ist einfach Business as usual. Also es gibt keine gesonderte Gefahrenlage für das Spiel. Ja. Das wird einfach nur ein Riesenfußballfest und Riesensache. Ordner, wie viele werden da aktiv sein? 25 bis 30 Ordner werden wir im Stadion dann aktiv haben. Das wird sich teilweise noch abwechseln, weil am Anfang sind die dann eingesetzt bei der Parkplatzanweisung vor dem Stadion, bei den vielen Parkplätzen, die wir haben. Und das wird sich dann, wenn die voll sind, dann ins Stadion verlagern, dass da dann halt immer noch so 10, 15 dazustoßen. Nächste große Geschichte sind Parkplätze. Das ist immer so ein bisschen problematisch in der Johannisau gewesen, aber es ging auch immer irgendwie gut früher. Wird's auch jetzt. Wir haben jetzt wahrscheinlich wieder Einbahnstraßenverkehr. Ja. Also es wird einen Einbahnstraßenverkehr geben. Das heißt nach Sickelshoch bei der Jugendherberge vorbei, das wären alles Parkplätze, die von der Johannisau befahrbar sind. Ansonsten haben wir natürlich den großen Parkplatz noch vom Stadion, davon ist ein Teil VIP-Parkplatz, der Rest wird auch die Parkplätze zugewiesen, das heißt wir verschenken da keinen Parkplatz, das funktioniert alles ziemlich gut. Was man von früher noch kennt, die Zufahrt über die Olympiastraße, hinten da die Parkplätze, die sind natürlich auch noch offen, also denke ich, dass wir da eigentlich ganz gut gerüstet sind. Ja. Das Medieninteresse ist riesig an dem Spiel. Ja. Du hast eben schon mal im Vorgespräch angedeutet, dass sich da noch ein paar mehr Pressevertreter angemeldet haben, als das vielleicht üblich ist. Werden wir es da schön kuschelig haben oben im Pressebereich? Ja gut, normalerweise könnt ihr euch alle mit Vornamen begrüßen. Ihr kennt euch ja, die örtliche Presse Landschaft genau, die wir haben. Ja, es kann durchaus sein, dass jetzt das ein oder andere unbekanntere Gesicht mit dabei ist. Also vielleicht von der Frankfurter Raum, aus dem nordhessischen Raum haben sich Leute angemeldet. Oder auch von 2, 3 Fußballportalen an sich, die jetzt gerade gar nicht so geläufig sind. Aber es wird ein buntes Bild sein, ja. Da freuen wir uns alle drauf. Was kannst du uns sonst noch sagen? Ist sicherlich nachher auch ein bisschen was geplant, um auch vielleicht noch dort ein bisschen verweilen zu können, um die Johannisau drumherum? Also erstmal, im Stadion wird für alle gesorgt sein. Wir haben genügend Catering-Stände aufgebaut, zusammen mit 7 Days. Die sind jetzt schon am Rotieren, also die rüsten jetzt schon das Stadion auf. Keiner geht hungrig nach Hause und durstig. Und noch eine Riesengeschichte, da habe ich quasi eine Wette mit 7 Days. Die werden das Vereinsheim bis dahin fertig bekommen.
Also der Umbau des Gastronomiebereichs im Vereinsheim, das ist die 7-Day-Sports-Bar, die wird bis dahin dann komplett fertig sein. Das heißt, vor dem Spiel und nach dem Spiel sind dann 30, 40 Biertischgarnituren aufgebaut und Ausschankwagen ist draußen vom Stadion, steht dann da. Was haben sie noch aufgebaut? Ihren Cocktailwagen wird da sein. Also da ist dann dafür gesorgt, dass nach dem Spiel auch noch richtig die Post abgehen kann bei einer Öffnungsfeier. Ja. Vorverkauf gab es keinen, aber ihr seid sicherlich fleißig am Dauerkarten verkaufen und VIP-Karten verkaufen. Wie läuft das dieses Jahr? Hat sich das, ist da ein Sprung? Wie ist das im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht? Ja, da ist definitiv ein Sprung zu erkennen, muss ich sagen. Bei den Dauerkarten ist es auf demselben Niveau wie letztes Jahr eigentlich. Da sind wir immer so um die 30, 40, 50 Dauerkarten, die verkauft worden sind. Was, denke ich, für einen Hessenligist nicht schlecht ist, das ist okay. Kommen vielleicht jetzt nochmal 10 dazu. Also ich hatte vorhin nochmal 5 Anfragen. Bei den VIP-Tickets, da muss man sagen, das ist schon ein immenser Anstieg zu verzeichnen. Also da sieht man deutlich, dass die Region sich doch hinter den Vereinen sammelt und dass dieser Businessbereich, den wir haben, auch für das Netzwerken vielleicht für die vielen Firmen hier vor Ort interessant ist. Und das wird schon wirklich nachgefragt. Also da sind wir jetzt mittlerweile auch bei über 120 VIP-Karten, die rausgegangen sind. Und das ist eine beachtliche Summe, denke ich. Also brauchen wir auch einen größeren VIP-Bereich dann irgendwo, ein Stück weit. Der VIP-Bereich, der wird jetzt vergrößert. Also wer es vorher schon gesehen hat, wir sind jetzt bis zur Pressekabine, bis zur Sprecherkabine vorgerückt. Aber da kriegen wir auch einen unter. Also kriegen wir auch hin. Dann hoffen wir, dass wir am Samstag alle Zuschauer unterbekommen. Sicherheit. Wir wollen es auch hoffen. Freuen uns weiter auf ein tolles Spiel. Bedanke ich mich fürs Gespräch. Und dann alle Samstag 18 Uhr, so es denn sein soll, dass es pünktlich losgeht. Und freuen wir uns auf ein großes Spiel. Ja, ich mich auch. Mit Sicherheit. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.